Der Wannsee. Im Sommer ein Magnet für Badegäste, Bootsbesitzer, Besucher der Ausflugslokale und Pfaueninsel. Im Winter ist es hier stiller. Ein Fuchs hat sich auf die brüchige Eisfläche gewagt. Solange die Fähre noch zwischen Wannsee und Kladow unterwegs ist, kann so ein Ausflug böse enden. Das wissen auch Willi Bröll, Hafenmeister des Berliner Yachtclubs, und Hausmeister Werner Bonet. Wir waren ja schon öfter mal und sind auch schon mal eingefroren. Aber im Wasser waren sie noch nicht, oder? Doch, die sind dann vorne an der Kante einmal eingebrochen. Ja. Und dann sind sie wieder, und ich habe gedacht, die kommen nicht mehr raus. Aber die sind wieder rausgekommen. Na ja, das ist gut. Die kommen aus dem Wald, ja, wir haben ja oft Füchse auch auf dem Gelände, aber wo die genau hin wollen, keine Ahnung. Vielleicht wollen sie nur einen Spaziergang machen. Weiß ich nicht. Bestimmt verlaufen oder so. Irgendwie, weiß ich nicht, haben sie sich verirrt oder irgendwie. Sonst hören sie ja gar nicht auf das Eis so kommen, denke ich mal. Willi Bröll ist seit 37 Jahren Mitglied im Berliner Yachtclub und seit 16 Jahren ehrenamtlicher Hafenmeister. Heute ist er kein aktiver Segler mehr. Früher war er sogar im Winter als Eissegler auf dem Wannsee unterwegs. Ich bin auch schon mal eingebrochen mit dem Eisschlitten, ja. Keine schöne Geschichte. Hat sehr lange gedauert, bis ich wieder raus war. Wie lange weiß man nicht, das ist immer schwer zu schätzen. Und zwei Kollegen, die mit waren, wir sind immer zu dritt gesegelt, damit immer einer dabei ist, ne? Alleine geht gar nicht. Und die beiden haben dann gekämpft um mein Leben. Ne? Und ich habe versucht, aus dem Wasser zu kommen. Was sehr schwer ist, wenn man mal dran hängt. Weil man immer versucht, mit dem Oberkörper, wir haben zwar die Eispickel und versuchen, nur so auf Eis zu ziehen, aber die Beine hängen durch. Da bricht nur das Eis weg. Ne? Aber mit Unterstützung von den Beinen bin ich dann doch rausgekommen. Als Hafenmeister hat Willi Bröll einen Blick auf die Ordnung im Hafen. Im Sommer, wenn die Boote im Wasser sind, verbringt er mehrere Stunden täglich im Yachtclub. Jetzt im Winter sieht er zweimal in der Woche nach dem Rechten. Ja, gut, hier standen noch zwei, siehst du ja, ne? Der Benar. Und der steht jetzt da. Ne? Der hat später sein Boot rausgeholt. Den müssen wir gleich anrufen. Hier, das hat sich verschoben und ist alles nicht mehr richtig dicht. Ne? Aber wer das ist, weiß ich im Moment nicht. Muss ich nachschauen. Das ist der Jugendslip hier. Da kommen die ganzen kleinen Boote, gehen da ins Wasser. Und damit der nicht einfriert, muss er nach oben geholt werden. Ne? Der sonst geht er ja schräg rein und ist aber hoch rausgeholt worden. Das war das, was wir kontrollieren wollten. Gegenüber dem Yachtclub liegt die Insel Schwanenwerder. Gleich im ersten Haus hinter der Brücke wohnt Georg Scherz, der älteste und wohl bekannteste Inselbewohner. Georg Scherz ist hier aufgewachsen und hat sein ganzes Leben auf der Insel verbracht. Die Havel und der Wannsee, das ist für mich natürlich Heimat pur. Und wenn Sie hier wohnen, haben Sie nicht das Gefühl, dass Sie in Berlin wohnen, obwohl Sie in 20 Minuten am Kurfürstendamm sind. Schwanenwerder war schon immer eine begehrte Adresse. Auch die Nazi-Elite wusste diese Wohnlage zu schätzen. Alle Anwohner, die bürgerlich sind und hier unten gewohnt haben, waren natürlich in Sorge, dass die russischen Truppen uns alle hier gleichschalten würden mit den Top-Nazis, die auf der Insel gewohnt haben. Also ich erwähne nur Goebbels und Speer, Professor Mirell, der Leibarzt Hitlers. Und es bestand die große Sorge, dass wir alle hier Opfer eines Rachefeldzuges werden würden. Na jedenfalls, unser Haus ist ja nun das erste hinter der Brücke. Und in der Tat, es erschienen drei Russen bei uns im Haus und fragten meinen Vater, wer er denn sei. Und mein Vater antwortete sehr schlagfertig, ich bin der Pförtner. Und dann haben sie abgezielt, drei Personen, nämlich mein Vater, meine Mutter und ich, und drei sesselartige Stühle in der Stube. Und dann kam die Erklärung, also Rabotti, also Arbeiter, und man hat das Haus wieder verlassen
Und ich denke mal, die Schlagfertigkeit meines Vaters hat uns sehr geholfen. Die Eltern von Georg Scherz hatten mit den Nationalsozialisten nichts zu tun. Aber man kannte die Nachbarn auf Schwanenwerder. Also dieses Gebäude steht auf den Kellern der Goebbels-Villa. Und das erinnert mich natürlich an meine Kindheit, weil ich im Jahr 1941 in Nikolassee eingeschult wurde und meine Eltern vor der Besonderheit standen, dass in der ersten Reihe, erste Bank, nicht nur ich saß, sondern neben mir der Sohn von Goebbels. Also meine Eltern waren sehr irritiert. Sie merkten sofort, das ist beabsichtigt, weil der Goebbels hatte eben 6 Kinder. Davon waren 5 Mädchen und sie erlauben, dass ich diesen schlechten Ausdruck wiederhole. Er wollte nicht haben, dass sein Sohn nur in dieser Weiberwirtschaft aufwächst. Es musste ein männlicher Spielgefährte her. Und auf der ganzen Insel gab es keinen gleichalteren Jungen, nee, nur ich. Es entstand eine intensive Kinderfreundschaft. Die beiden verbrachten viel Zeit zusammen, bis die Familie Goebbels nach 2 Jahren die Insel verließ. Kurz vor Kriegsende ließen die Goebbels ihre Kinder vergiften. Helmut teilte das schreckliche Schicksal seiner Schwestern. Der Helmut war ein hochintrovertierter, etwas gehemmter Junge. Er hat mich innerlich mein ganzes Leben begleitet. Es ist sogar etwas merkwürdig. Ich habe mein ganzes Leben, wenn man so etwas besonders Schönes erlebte, immer so ein Gefühl gehabt, ich zeige ihm das. Das ist ganz merkwürdig, ich kann es emotional kaum erklären. Arno Maximini ist seit über 30 Jahren Förster im Grunewald, Revier Wannsee. Das Ganze nennt sich Wannsee, weil natürlich diese beiden Wälder wie eine Klammer um den Wannsee herum liegen. Und da braucht man dann schon mal das Auto. Im Sommer mache ich es natürlich mit dem Fahrrad. Jeden Tag ist Arno Maximini in seinem Wald unterwegs. Oft mit einem Zwischenstopp am Großen Fenster, ein beliebtes Ausflugsziel. Hier hat man den besten Blick. So, und Hexi läuft nicht weg. Hexi bleibt schön hier. Selbst bei so einem schönen Tag wie heute ist um diese Zeit noch gar kein Mensch im Wald unterwegs. Man ist dann alleine hier, wie man sieht. So ist gut. So ist fein. Der Förster kennt hier jeden Baum und sorgt dafür, dass kranke oder schwache Bäume den anderen nicht das Licht rauben. Im Winter werden diese Bäume gefällt. Bei dem ist es nun ganz einfach. Der Baum ist von der Qualität her ganz schlecht. Er ist von unten an beastet, hat Faulaste drin. Man sieht, er hat fast gar keine Krone. Viele Wälder sind heute nur noch Monokulturen. Anders der Grunewald, der 2015 sogar zum Waldgebiet des Jahres gekürt wurde. Wenn mein Vorgänger heute hierher käme nach 35 Jahren und würde sich zum Teil in seinem Wald nicht mehr auskennen. Das ist einfach so. Ich habe natürlich das große Glück, dass ich tatsächlich mal eine ganze Generation oder länger als eine Generation einen Arbeitsplatz habe und nicht gewechselt habe und nicht wechseln musste und nicht wechseln wollte, sondern diesen Wald hier schon irgendwo geprägt habe und entwickelt habe. Morgens um 7 ist die kleine Fähre der Pfaueninsel unermüdlich unterwegs, um die Mitarbeiter zu ihrem Arbeitsplatz zu bringen. 2 Minuten nur dauert die Überfahrt. Gartenmeisterin Daniela Kunert arbeitet seit 16 Jahren hier und hat kein Problem mit dem frühen Aufstehen. Eigentlich ist das unsere späteste Anfangsarbeitszeit. Im Sommer fangen wir schon um 6 an. Und jetzt, der Witterung bedingt und gerade halt, wir merken es ja gerade, es ist dunkel, fangen wir erst um 7:45 an. Also das ist für uns schon die späteste Zeit, die wir überhaupt haben.
Tja, Leute, Montag wie immer, ne? Matthias und Thomas, ihr seid ja letzte Woche nicht da gewesen. Daniela Kunert teilt bei der Morgenbesprechung die Mitarbeiter für den Tag ein. Insgesamt arbeiten 20 Gärtner in ihrem Team. Montag ist immer nicht so mein Tag, weil immer irgendwas Unvorhergesehenes kommt. Halt wirklich die Kollegen, die dann krank sind oder der Bus, der nicht gekommen ist. Der erste Gang führt sie ins Gewächshaus, wo die Blumen für die Frühjahrsbepflanzung vorgezogen werden. Dann folgt ihre tägliche Runde über die 67 Hektar große Insel. Also ich fahre selten mit Fahrrad. Ich finde, wenn man auf dem Fahrrad sitzt, dann sieht man nicht so viel. So kann man in Ruhe gucken, kann rechts und links, schaut mal, hört doch was. Ne? Und ja, ich habe mir das so angewöhnt. Friedrich Wilhelm II. Machte die Pfaueninsel 1793 zur Sommerresidenz der Königsfamilie. Da, wo die Könige und Königin umhergewandelt sind, dürfen wir sein und dürfen das so erhalten, wie es war und wie es auch sein oder bleiben soll. Ne? Das ist schon toll. Die Inselstraße auf Schwanenwerder. Eine der exklusivsten Adressen Berlins. Man bleibt unter sich. Keine Namensschilder an den Türen. Das war schon immer so. Das Spiel Monopoly kam Anfang der 30er Jahre von Amerika nach Deutschland. Und im Monopoly-Spiel dieser Ausgabe war Schwanenwerder der teuerste Ort. War teurer als die Schlossallee, war teurer als Unterlinden. Georg Scherz hat hier seine Kindheit verbracht, seine Frau kennengelernt und seine Söhne großgezogen. Der ehemalige Berliner Polizeipräsident hat nie daran gedacht, die Insel zu verlassen. Obwohl ich nun hier mein ganzes Leben zugebracht habe, weiß ich bis heute, wie privilegiert das ist, dass man hier leben darf und kann. Das ist nicht jedem gegeben. Das ist ein Glücksumstand, in dem man, wenn man sie will, hineingeboren wird. Denn obwohl ich im Beruf relativ erfolgreich war, ich hätte mir hier kein Haus kaufen können. Das ist ausgeschlossen. Wohlhabende jüdische Kaufleute und Bankiers mussten ihre Villen für Spottpreise an die Nazi-Elite verkaufen. Heute erinnern 5 Gedenktafeln auf Schwanenwerder an die einstigen Bewohner, die alle ins Ausland flüchteten. Da gab es ursprünglich die Idee, die Stelen jeweils dorthin zu stellen, wo die Anwohner ursprünglich ihre Grundstücke hatten, mit der gleichzeitigen Hinweis, welcher Nazi da nachträglich wohnte. Und da haben die Anwohner, die jetzt völlig unbeteiligt sind, die jetzt diese Grundstücke in Besitz haben, gesagt, also das ist ihnen unangenehm. Wir brauchen hier keine Gedenkstätten für nationalsozialistische Führer. Und diese Überlegung hat dann überzeugt mit der Folge, dass die Stelen hier hergestellt wurden und hier auch ihren Sinn erfüllen. Und ich kann auch bestätigen, sie werden auch gelesen. Nicht zuletzt dank Georg Scherz, der zwischen Anwohnern und dem Museum vermittelte. Die Damen des Frauenruderclub Wannsee e.V. treffen sich sommers wie winters am Wannsee. Das Wetter wird am Steg entschieden. So trifft man sich also auf jeden Fall in Ruderkleidung und dann guckt man raus und stellt fest, geht, geht nicht. Und der Wind muss auch noch ausgemacht werden. Heute ist keiner, wunderbar. Denn der größte Feind der Ruderer ist der Wind. Sobald das Wasser um den Steg eisfrei ist, nutzen das die Ruderfrauen. Perfekt. Winter ist kein Problem. Wir rudern so lange, wie kein Eis ist. Und man bewegt sich, man bleibt fit. Das sieht man an den anderen Damen ja auch. Die rudern schon einige Jahrzehnte und uns kann nichts verschrecken. So, bevor wir zum Eisblock werden, Mannschaft. Der Verein hat über 160 Mitglieder im Alter von 9 bis 90. Alle steigen ins Boot, auch die Ältesten.
Das Schöne im Winter ist, dass man alleine auf dem Wasser ist. Die Stimmung, dass keine Motorboote da sind, keine Dampfer da sind. Und es ist eine ganz besondere Stimmung im Winter, nicht? Es ist ruhig, das Wasser ist ruhiger als im Sommer, weil eben keine Boote unterwegs sind. Und ja, es ist einfach die Stimmung, die da ist. Ne? Macht Spaß, im Winter zu rudern. Und das halten die Ruderfrauen schon seit fast 70 Jahren so. Nach dem Krieg gab es nur reine Männerruderclubs. Also gründeten die Frauen ihren eigenen Verein. Ich bin ungefähr 20 Jahre schon dabei. Ja. Und Ute ist 70 Jahre. Nein, 60 Jahre. 60 Jahre. 60 Jahre im Frauenruderclub. Ja. Als ich eingetreten bin, hatten wir nichts anderes als Rudern in unserer Freizeit. Wir haben unsere gesamte Freizeit im Ruderclub verbracht. Förster Arno Maximini auf seiner täglichen Tour. Das hier war der Beginn. Ich hatte es damals schon vermutet. Und es ist leider so eingetreten, der Beginn einer Serie von Hochsitzzerstörungen. Vor 4 Wochen ging es los, lichterloh gebrannt. Ich habe gedacht, ich kann ihn noch retten und wieder was oben aufbauen, aber das wird nicht funktionieren. Wir haben jetzt schon 4 oder 5 oder 6 sogar, gestern ist wieder was passiert, Hochsitze, die am hellen Tag abgefackelt werden. Wahrscheinlich von vermeintlichen Tierrettern oder Tierschützern, die glauben, dass die bösen Jäger, wenn man sie ausschaltet und man ihnen keine Hochsitze mehr, dann die Tiere in Ruhe lassen und dann ist alles wieder schön. Das ist nun leider genau der falsche Weg. Und wenn wir hier nicht jagen, dann geht es den Tieren A, sehr schlecht und B, gehen sie halt in die Parks, in die Vorgärten und spektakulär kann man sagen, sie gehen einen Kudamm runter. Aber das ist eben bei manchen Menschen, ist der Jäger per se böse. Jetzt muss ich doch mal nach dem Hund gucken. Da liegt irgendwie ein Schwein. Das ist doch ein typischer Standlaut. Muss ich mal nachher hinschauen. Die Pfaueninsel wurde zwischen 1821 und 1834 vom Gartenbaumeister Peter Josef Lenné gestaltet und gehört heute zum UNESCO-Weltkulturerbe. Die Pfauen leben größtenteils frei auf der Insel und werden von Gartenmeisterin Daniela Kunert und ihren Mitarbeitern gepflegt. Und Mirko, irgendwas Besonderes bei den Tieren hier? Nee. Alles okay. Die sind fit, wa? Ja, die sind fit. Alle auch keine Milben oder irgendwelche Krankheiten drin. Und Wasser ist in dem Sinne diesmal auch nicht eingefroren. Die Pfauen bleiben das ganze Jahr über draußen. Bei jedem Wetter. Denen geht das gut hier. Die finden das toll. Und die marschieren über die Insel. Die schlafen auf den höchsten Bäumen. Und man denkt, Mensch, Leute, es ist doch kalt. Kommt da runter. Das ist doch noch eisiger als hier auf dem Boden. Die sind schon bemerkenswert, ja. Was sie nicht mögen, ist kalte Winde. Und also wenn Sturm ist oder wenn Schneesturm ist, dann verstecken sie sich auch. Dann hüpfen sie unter die Eiben oder unter irgendwelchen Vorsprünge, wo dann halt der Wind nicht so kommt. Aber ansonsten, die laufen durch den Schnee hier. Da sieht man immer, da sind sie schon gelaufen. Toll, also die sind robust. Robust muss auch Daniela Kunert sein. Wie lang sie auf ihrer täglichen Runde unterwegs ist, das ist unterschiedlich. Es kommt drauf an, wo meine Kollegen überall arbeiten. Ne? Manchmal habe ich in einer Stunde das geschafft und manchmal bin ich 3 Stunden unterwegs. So wie es kommt. 2 Kollegen arbeiten wie besprochen mit dem Steiger. Die Pfaueninsel ist Gartendenkmal und Naturschutzgebiet in einem. Das in Einklang zu bringen, ist die tägliche Herausforderung der Gärtner. Es ist eine optische Geschichte, gerade wenn Eiben, die sind ja recht massig und dunkel. Wenn man dann einen Luisentempel hat, der ja auch ein Mausoleum darstellt, dann ist es nicht günstig, wenn dann zu viel dunkel drumherum ist.
auch wenn wir jetzt minus 10 Grad haben und der Boden richtig festgefroren ist, dann können wir zwar nichts mehr roden, also das mit den Wurzeln rausholen, aber wir können immer noch die dann abschneiden, wenn es benötigt ist. Oder wir können dann Arbeiten am Eis machen, übers Eis, gerade an den Uferzonen, wo wir ja sonst nicht rankommen, weil das Wasser da ist. Dann arbeiten wir größtenteils dann am Wasser. Aber die Zeiten hatten wir schon lange nicht. Ich glaube, das ist 6-7 Jahre her, als wir das letzte Mal wirklich vom Eis aus Arbeiten durchführen konnten. Bei uns das die Kälte gefehlt hat. Also, dass wir mal zu Hause bleiben können, weil es zu kalt ist, sowas gibt's nicht. Im Vereinsheim des Frauenruderclub Wannsee wärmen sich die Ruderinnen am Ergometer auf, bevor es Kaffee und Kuchen gibt. Der Verein ist für die Frauen wie eine zweite Familie. Sie genießen es, mal unter sich zu sein. Wir machen ja auch Wanderfahrten und sind dann natürlich in gemischten Booten, ne, nennt sich das dann. Und dann wird man als Frau doch immer so ein bisschen, ach lass mal, das kannst du nicht oder das ist zu schwer für dich oder so. Nicht? Also, und da haben auch überwiegend die Männer dann das Sagen. Also da hat man als Frau eigentlich keine Chance, sich da in den Vordergrund zu stellen. Auch wenn man weiß, man kann es besser oder man weiß es besser, ne? Ist man dann lieber ganz ruhig, ja, weil es soll ja Spaß machen, nicht? Wanderfahrten oder Rudern überhaupt, es soll ja harmonisch sein. Ne? Und mit Absatzschuhen, also nicht vergessen. Im Damensitz. Förster Arno Maximini ist immer noch auf der Suche nach seiner Hündin Hexe. Ach, da, ich sehe, da steht ein Schwein. Da steht ein Keiler. Das ist die ganze Rotte. Es ist keine Jagdsaison. Aber Hexe kann es einfach nicht lassen. Sie fühlen sich sehr sicher. Es ist eine erfahrene Bache bei. Die hat natürlich vor so einem kleinen Hund keine Angst. Das nervt sie jetzt ein bisschen, aber Angst haben die nicht. Und bleiben jetzt stehen. Was macht der Hund jetzt? Der rennt jetzt noch mal 5 Meter hinterher, um seinen Sieg auszukosten. Und dann kommt er wieder zurück. Ja. Hexe! Komm, wir fahren! Komm! Sobald der Motor startet, weiß Hexe, dass die Jagd vorbei ist. Für heute ist Feierabend. Komm! So ist gut. Ein guter Hund. Oh, ist ein gutes Mädchen. Wunderbar. So. Also, da ist die Ecke. Können wir jetzt mal hier ein bisschen fressen? Ja, jetzt gibt's ja nichts Grünes mehr. Es ist schon was Besonderes, halt auch mit den Tieren hier im Gartendenkmal. Ne? Wenn man guckt, hier, wir haben Pferde, wir haben Schafe, im Sommer dann noch die Wasserbüffel, die Pfauen und Hühnervögel. Es ist Wahnsinn. Ne? Ich rede mir auch jeden Tag, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist, dann halte ich mir das auch immer vor Augen und sage, Mensch, aber so einen tollen Arbeitsplatz, so eine tolle Umgebung, so ein tolles Team, was wir auch haben, das geht gar nicht. Also besser geht es gar nicht. Ne? Und deswegen komme ich fast jeden Tag gerne her. Gartenmeisterin Daniela Kunert ist fast am Ende ihrer heutigen Inselrunde angekommen. Beim Schloss gibt es für sie nichts zu tun. Ah,
alles fängt im Frühjahr an mit der Frühjahrsbepflanzung, mit den ersten Mäharbeiten. Aber bis dahin ist hier Winterpause. So genau wie das Schloss zu ist, ist hier auch eigentlich dicht. Morgen! Im Büro bespricht die Gartenmeisterin mit Fachbereichsleiter Jan Uhlig die Ergebnisse ihres Rundgangs. Besucher hat sie heute nicht getroffen. Ausnahmsweise hat der Steiger auch funktioniert. Das ist schön, wenn viele Besucher da sind. Man kommt aber auch immer wieder aus dem Rhythmus raus, aus dem Arbeitsrhythmus, weil hier Fragen gestellt werden, weil irgendjemand wissen will, wo ist die Toilette, wo sind die Pfauen, das sind halt unsere. Ach, und wo gibt es was zu essen? Das sind so unsere gängigsten Fragen, die es gibt. Und das ist auch mal schön, sich zu erholen. Wenn man dann in Ruhe durchgehen kann, sich nicht ärgern muss, weil irgendjemand wieder auf den geschützten Wiesen liegt. Und das ist dann schön, wenn man dann mal eine Saison hat, und gerade die Wintersaison, wo man dann sagt, so gut, jetzt können wir wieder Luft schnappen. Und dann nächstes Jahr vermitteln wir den Leuten aufs Neue wieder, so muss es sein und wir machen es nicht, um sie zu ärgern, sondern einfach, weil wir hier die schöne Landschaft erhalten wollen. Der Berliner Yachtclub. Der Fuchs hat sich schlafen gelegt und Hafenmeister Willi Bröll ist am Ende seiner Kontrollrunde angelangt. Oh, ist das kalt. Etwa 800 Mitglieder hat der Yachtclub. Einige prominent und gut betucht. Willi Bröll ist wichtig, dass trotzdem jeder mit anpackt. Hier ist nichts dekadent, gar nichts. Das ist ein ganz normaler Sportverein, wie ein Fußballverein, wie jeder andere Verein auch. Ne? Hat nichts mehr wie früher, dass das elitär ist oder so. Überhaupt nicht. Und dafür sorgt unter anderem Willi Bröll. Ja, gute Seele ist mehr unsere Frau Barth, die Sekretärin. Ne? Aber ich kenne die meisten Leute, zumindest alle, die ein Boot haben, kenne ich. Und sie kennen mich auch alle. Und es geht nicht ohne mich. Der ganze Wannsee ist ein toller See. Mehr kann man eigentlich dazu nicht sagen. Ne? Nur die Füchse sind da mittlerweile anderer Meinung.